Für die CSU-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Julia Obermeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja einige Dinge, die man als Mitglied des Deutschen Bundestages nicht so schnell vergisst, zum Beispiel das Thema seiner ersten Rede. Darum kann ich mich also noch genau erinnern, wie wir im November 2013 hier einen Antrag der Grünen beraten haben mit dem Thema Operation Active Endeavour beenden. Und damals haben Sie vor allem die Kopplung des Einsatzes an den Artikel 5 des NATO-Vertrages kritisiert. Obwohl wir ja bereits 2013 schon unser Ziel erklärt hatten, die Mission in eine nicht Artikel 5 gestützte Mission umwandeln zu wollen. Und dieses Ziel zu erreichen, das war durchaus ein langer und steiniger Weg, da ja in der NATO alle Beschlüsse stets auf Einstimmigkeit beruhen müssen und wir eben mit 27 Bündnispartnern verhandelt haben. Aber beim letzten NATO-Gipfel in Warschau im Juli diesen Jahres ist das schließlich gelungen. Und mit der heutigen Abstimmung werden wir diesen Bundeswehreinsatz endlich auf eine neue rechtliche Grundlage stellen. Der Bezug auf Artikel 5 des NATO-Vertrages fällt endgültig weg. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Erfolg. Aber obwohl wir den Einsatz mit der neuen Operation Sea Guardian auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt haben, sind Sie nun wieder gegen diesen wichtigen NATO-Einsatz im Mittelmeer. Natürlich werden wir die operativen Ziele des Mandats noch weiter mit Leben füllen, aber die Ausrichtung ist ja ganz klar. Es geht darum, die Sicherheit im Mittelmeer und die Sicherheit der Mittelmeeranrainer Staaten zu stärken. Und das hat auch positive Auswirkungen auf ganz Europa. Und dazu stärken wir das Mandat gegenüber der Operation Active Endeavour. Mit Sea Guardian bauen wir die Seeraumüberwachung aus. Wir unterstützen den Aufbau von Fähigkeiten unserer Partner und wir bekämpfen den maritimen Terrorismus. Im Rahmen der Operation können verdächtige Schiffe kontrolliert und durchsucht werden. Das hilft zum Beispiel auch, um das Waffenembargo gegenüber Libyen durchzusetzen. Und die Operation Sea Guardian ist ein wichtiges Instrument, um Waffenschmuggeln, um Schleusern und Terroristen Einhalt zu gebieten. Und die prekäre Sicherheitslage der südlichen Mittelmeerstaaten ist uns ja allen bekannt. Und deshalb unterstützt die Operation Sea Guardian auch diese Mittelmeeranrainerstaaten. Und wir wollen diese Herausforderungen dort gemeinsam mit den anderen Ländern meistern. Und ja, die Bundeswehr ist bereits im Mittelmeer vielfältig aktiv, mit der Seenotrettung EUNAVFOR Med. Sophia, mit UNIFIL vor der Küste Libanons, mit der NATO-Mission in der Ägäis und mit der Fregatte Augsburg, die aktuell den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle im Einsatz gegen den IS-Geleitschutz gewährt. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen außerordentlichen Einsatz in diesen vielfältigen Missionen. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle meinen persönlichen Dank und auch den Dank der CDU-CSU-Fraktion aussprechen. Auch bei der Operation Sea Guardian braucht es die deutsche Marine. Und der Einsatz schließt Lücken zwischen den bisher bestehenden Missionen und ist daher eng mit den Partnern der NATO und der EU abgestimmt. Die Operation Sea Guardian dient also auch als Kooperationsplattform sowohl für die maritimen Einsätze von EU und NATO als auch für die Anrainerstaaten. Und die NATO-Mission im Mittelmeer ist heute noch mehr als vor 3 Jahren ein wichtiger Baustein für Sicherheit im Mittelmeer. Und deshalb bitte ich Sie heute um Ihre Zustimmung zur Operation Sea Guardian. Vielen Dank. Vielen Dank.